haben. Stimmt das oder habe ich recht? Ist es einfach zuzugeben, dass man Schuld auf sich geladen hat? Das ist sehr schwer. Warum? Weil wir seit Beginn dieser Welt, als die Sünde in dieser Welt kam, wir diesen Drang haben, von der Sünde wegzurennen, weil wir glauben, wenn wir von der Sünde wegrennen, dann wird sie gelöst. Im Alten Testament, in dem Buch, das Millionen und Milliarden von Christen heute betrachten als das Buch, das nicht mehr Gültigkeit hat. Denn jetzt bin ich ein neutestamentlicher Christ und das Alte Testament ist der alte Bund, der interessiert mich nicht mehr. Stimmt's? Nein, das stimmt nicht. Denn wer den alten Bund nicht versteht, versteht auch den neuen Bund nicht. Denn es ist ein Bund. Im Alten Testament wird als Typos vorausgeschattet. Es wird voraus in Symbolen dargestellt. Der Heilsplan in seiner ganzen Komplexität. Dort wird geklärt, was das Lamm ist und welche Bedeutung mit dem Lamm zusammenhängen. Wer das nicht versteht, der braucht erst gar nicht versuchen, in der Offenbarung zu verstehen, was das geschlachtete Lamm für uns bedeuten soll. Hier heißt es, und er, der Schuld auf sich geladen hat und bringen soll, er soll als Buße, Buße heißt Umkehr, das heißt als Neuausrichtung weg von dem, was mich zerstört. Er soll als Buße für diese seine Sünde, die er getan hat, dem Herrn von der Herde ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer darbringen. Oh, was für ein altes, grausames, schreckliches, antikes Getue das, was die damals im Alten Testament getan haben. Stimmt's? Schrecklich, wie kann man nur sowas tun? Was hat das mit Evangelium zu tun? Ich bin froh, dass ich das Neue Testament habe und dass ich ein neutestamentlicher Christ bin. Stimmt's? Dieses Lamm, das hier in Forschungsergebnissen etwas uns darstellt, sind Sie und ich. Aber dieses Lamm hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Wer diese Bedeutung im Testament nicht erfasst, der kann nicht wirklich schätzen und verstehen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Damals, und ich möchte Sie einladen, mit mir heute Abend einige Jahre zurückzugehen, etwa 3500 Jahre. Damals im Volk Israel, stellen Sie sich vor, Sie hätten zu der Zeit gelebt. Nicht heute, damals. Und sie wachen auf, die Sonne ist gerade aufgegangen und sie sehen Nachbar Elihu, so heißt ihr Nachbar, wie er gerade aus dem Zelt kommt. Und er scheint an diesem Morgen ein wenig bedrückt zu sein. Elihu kommt aus seinem Zelt und hat den Kopf merkwürdigerweise ein wenig nach unten hängen. Und sie beobachten, was er tut und sie sehen, wie er um sein Zelt herumgeht und an seinen Stall läuft. Er nimmt eins seiner Schafe, ein kleines Schaf, es gehörte seinem Sohn. Sein Sohn hat es aufgezogen das letzte halbe Jahr. Und er nimmt dieses kleine Schaf, dieses Lamm, und er nimmt es auf seinen Buckel. Und er macht sich auf den Weg von seinem Zelt in Richtung Mitte des Lagers. Und so nach einigen Minuten kommt er an, hier an die Stiftshütte. Im Zentrum des Volkes Israels aufgebaut. Er sieht, obwohl der Morgen schon sehr ist, sieht er doch schon, dass er nicht der Erste ist, sondern dass einige Menschen sich schon hier am Eingang der Stiftshütte eingefunden haben. Und er geht hinein und er sieht dort die Priester stehen. Sie stehen dort im Vorhof. Und dann kommt er an die Reihe. Er nimmt sein Schaf, er stellt es vor die Priester. Und er nimmt seine Hand und er nimmt den Dolch. Und er geht mit seinem Dolch an den Hals dieses kleinen, niedlichen Schafes. Und mit einem kurzen Schnitt zieht er den Dolch an dem Hals des Schafes vorbei. Und plötzlich spritzt und strömt das Blut heraus. Es fängt an zu zittern, aber die Priester halten es fest. Und da ist schon auch ein Priester da, der mit einer Schale das Blut auffängt. Ein schreckliches Schauspiel.
Das Schaf, das stirbt dann letztendlich, als es ausgeblutet ist. Und damit es nicht als Kadaver dort rumliegt, nimmt man nach Vorschrift einiges von diesem Fett, das wird abgetrennt, das Fleisch wird aufgebewahrt, ein Teil davon wird als Rauchopfer und der Rest wird verbrannt. Aber das Blut wurde aufgefangen, das Blut dieses Lammes. Und Elihu geht zurück. Sein Kopf ist nicht mehr ganz so weit unten und er geht zurück zu seinem Zelt. Was hat das alles zu bedeuten? Das alttestamentliche Opfer deutete schon damals auf die Zukunft, auf Jesus. Schon damals wollte es uns was ausdrücken, dieses Opfer. Können wir uns erinnern, als Adam und Eva sündigten, was dann geschah? Als Gott sie endlich fand im Garten Eden, als er rief Adam, was übersetzt heißt Mensch. Er ruft nicht nur Adam, er ruft sie heute auch mit Adam. Diese Frage, Adam, bist du, gilt ihnen genauso wie mir und wie Adam selbst. Denn dieser Name Adam heißt nicht nur Adam, es heißt Mensch, wo bist du? Und dieser Ruf, der dringt wie ein Echo heute durch 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hinein in das 21. Jahrhundert. Und Gott ruft heute, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Und als er sie endlich gefunden hat und ihnen nahe kommt, sagt uns die Bibel in 1. Buch Mose, Kapitel 3 und Kapitel 4, dass dort etwas geschieht. Er ruft Adam, erklärt ihnen, was das für eine Bedeutung hat. Und dann heißt es, dass Gott ihnen was machte. Er machte ihnen Röcke aus Fellen. Woher nahm Gott diese Felle? Von dem ersten Schaf, das auf diesem Planet sterben musste. Das erste Schaf. Und wissen Sie, wer es getötet hat? Adam. Das hat eine besondere Bedeutung. Gott hatte dieses Schaf nicht getötet. Als sie sündigten, verloren sie etwas. Sie verloren ihr Kleid der Gerechtigkeit. Und sie waren nackt. Sie rannten weg und waren nackt und brauchten jetzt Jesu deckende, sühnende Bedeckung. Und das sollte schon damals, als es noch gar keine Stiftshütte gab, deutlich machen, dass der Mensch, der sündigt, nur allein durch ein geschlachtetes Tier und sein Blut wieder versöhnt werden kann. Erinnern wir uns an das, was Johannes rief, als er am Jordan die Menschen taufte und rief, als plötzlich Jesus, von dem er wusste, er wird eines Tages auftauchen. Plötzlich sah ihn, wie er zum Jordan sich durch die Menschen drängte. Und er sah Jesus und er wusste vom ersten Anblick an, das ist er. Und als er ihn sieht von Weitem, ruft er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ihre Sünde trägt. Das meine Sünde trägt. Wir haben davon gelesen, was das vorhin in 3. Mose 5, Vers 5 heißt, wer Schuld auf sich lädt, der soll es bekennen. Und wer seine Sünde bekennt, der läuft nicht davon weg, sondern er läuft zum Zufluchtsort, der allein die Möglichkeit hat, damit umzugehen. Nämlich Jesus Christus, der unser Zufluchtsort ist. Vergebung ist etwas, was Gott uns zutraut. Schlagen wir mal auf 1. Johannes, das ist ziemlich weit hinten, also wenn Sie in der Offenbarung gerade sind, dann gerade ein Stück weit zurück, einige Blätter zurück, dann kommen Sie Jakobus, Hebräer, und wenn Sie noch ein Stück zurückgehen, sind Sie schon in 1. Johannes. 1. Johannes Kapitel 2, Entschuldigung, Kapitel 1. 1. Johannes 1, Vers 8. Und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, können wir es lesen? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vielleicht vergibt. Und reinigt uns vielleicht von unserer Ungerechtigkeit. Steht es hier? So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt.
Wie wichtig ist Bekenntnis unserer Schuld? Wer davon flieht, dem wird es nicht gelingen. Wer seine Schuld zugibt, darf erleben, dass er seine Lasten abgeben kann und nicht damit allein im Stall stehen muss. Welche Schritte muss ich gehen, damit ich Vergebung von Jesus empfange? Nummer 1, sie geben schlicht und einfach ihre Schuld zu. Und zwar an denen sie sich verschuldigt und versündigt haben. Und das sind meistens ist das nicht nur Gott allein. Vor einigen Jahren kam in den Sinn, als ich Jesus Christus kennenlernte und ich erkannt habe, dass ich verloren bin und nur mit Jesus Christus eine neue Perspektive für mein Leben habe, hatte ich die Zeit, vor Gott und auf den Knien alle meine Sünden zu bekennen. Aber wie das mit unserem Erinnerungsvermögen ist, ich hatte nicht alles bekannt. Einige Jahre später, als ich schon im Glauben war und ein getaufter Nachfolger Jesu, da hatte ich irgendwann diesen Moment, wo ich dachte, lieber Gott, ich weiß nicht wirklich, ob es in meinem Leben Dinge gibt, die ich vielleicht nie bekannt habe, die ich vergessen habe. Wenn es dir wichtig ist, dann bitte erinnere mich daran. Wenn es dir wichtig ist, dass ich etwas vergessen habe. Und tatsächlich erinnerte mich an etwas, das schon über 12 Jahre zurücklag. Und ich hatte nicht gewusst, dass es etwas in meinem Unbewussten war, das mich belastete. Ich habe es nicht hier oben gehabt. Das war tief unten drin, belastete es mich. Es drückte mich. Als ich dann zu der Person ging und um Vergebung bat, hat die Person gedacht, ich spinne. Denn sie wusste gar nichts mehr. Es war 12 Jahre später. Mir war Frieden. Und in der Person. Und ich hatte Frieden mit Gott. Das heißt, der erste Schritt zur Vergebung ist, ich gebe meine Schuld zu. Und wenn es sein muss, an Menschen und meine Schuld, denn wenn ich mich an Menschen versündige, versündige ich mich auch an Gott. Dann gebe ich es zu. Der zweite Schritt ist, ich bekenne meine Sünde. Das geschah damals im Alten Testament genauso gleich wie heute. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Alten Testament und Neuem Testament. Es gab immer nur einen Weg zur Vergebung, nicht einen alttestamentlichen und einen neutestamentlichen. Damals bekannten die Menschen ihre Sünde, die frei davon wurden, und heute müssen wir sie bekennen. Dann nahmen die Menschen damals Vergebung an, und auch wir müssen heute die Vergebung annehmen. Was glauben Sie, was einfacher ist, die Schuld zu bekennen und zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat, oder die Vergebung anzunehmen? Was glauben Sie, was schwieriger ist? Vielleicht können wir darauf gar nicht antworten. Wir haben in unserer Familie, meine Frau, meine Kinder und ich, wir haben irgendwann durch meine Frau kam auf die Idee, wie wir damit umgehen, wenn es in unserer Familie eine Auseinandersetzung gibt, entweder zwischen den Kindern und so weiter. Und da kam meine Frau eines Tages auf die Idee und zu sagen, wir werden nicht einfach nur sagen, es tut mir leid, sondern wir werden einfach, wenn jemand sich entschuldigt, auch dem anderen sagen, und jetzt hoffe ich, ich habe das richtig im Kopf, ich vergeb dir. Und es ist interessant, ich kam in ein oder zwei Situationen dazu und beobachtete, was geschah. Ich habe gemerkt, die Vergebung kam schneller als der Satz, Entschuldigung, diese Bekenntnis, Entschuldigung, es tut mir leid, kam viel schneller und viel einfacher über die Lippen, als zu sagen, ich vergeb dir. Anzunehmen Vergebung ist manchmal viel schwerer für uns, als einfach nur zu bekennen. Denn Vergebung annehmen bedeutet, dass ich auch dem anderen Vergebung zusprechen darf und muss. Damals glaubten sie an Gottes Versprechen, nämlich das, was wir gerade gelesen haben. Wenn du bekennst von Herzen, dann werde ich dir vergeben. Die Menschen, die damals glaubten, wurden in der Stiftshütte frei dadurch, dass sie ihre Sünde mit ihrer Hand auflegten auf den Bock oder auf den Schaf mit ihrer Hand. Das war ein Symbol der Übertragung. Wir machen das ja heute noch so, dass wir den Segen übertragen durch Hand auflegen. Schon mal gesehen? Damals wurde aber auch im Alten Testament die Sünde übertragen durch Handauflegung auf das Tier, das unschuldig war. Alles hatte seine Bedeutung. Es sollte auf Christus weisen.
Wir können nicht heute einfach so frei werden von unserer Schuld. Wir müssen im Glauben unsere Hand ausstrecken zu Christus und auf ihn legen und sagen, Herr, nimm sie. Es genügt nicht einfach nur zu denken, ja, da gibt es einen Erlöser, der wird sich schon drum kümmern. Ich muss handeln, ich muss aktiv werden, ich muss meine Schuld ausstrecken zu Jesus, zu ihm bringen. Das ist der Gedanke mit dem Handauflegen. Römer 6, Vers 23. Warum ist dieser Schritt so wichtig? Bekennen. Weil die Bibel uns sagt durch Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Das ist das, wonach sich alle Menschen sehnen. Und ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf dieser Erde gibt, der gesund ist, der sich nicht danach sehnt. Egal, ob er Christ oder sonst irgendwas ist, oder Atheist, oder Wissenschaftler. Die Menschen sehnen sich danach, ewig zu leben. Entweder durch Christus oder durch Genmanipulation und durch Genforschung, dass man das Menschenleben verlängern kann. Eins von beiden. Aber die Menschen sehnen sich danach. Die Gabe ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In Christus. Wer ist Christus? Das Lamm. Das heißt, der Text sagt, das ewige Leben liegt nur im Lamm. Und das Besondere an diesem Lamm ist, dass es geschlachtet wurde. Halten wir fest, die Folge von Sünde ist der Tod. Und hier wird nicht von irgendeinem Tod gesprochen, den wir alle erleben, wahrscheinlich. Falls nicht Jesus vorher wiederkommt und wir nicht einen Unfall haben oder vorher an irgendeiner Krankheit sterben. Wovon spricht Römer 6? Es spricht von dem ewigen Tod. Nicht von dem Tod, den wir alle, den die Bibel übrigens als Schlaf bezeichnet. Obwohl man ganz tot ist. Aber dieser Tod von Römer 6 meint den ewigen Tod. Daraus gibt es keine Auferstehung, daraus gibt es keine Auferweckung. Der ewige Tod. Wir sprechen noch an einem Thema in Offenbarung 20 darüber. Die 1000 Jahre sprechen, in der Satan in Ketten festgekettet sein wird. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Das ist das, was geschah im Alten Testament im Heiligtum. Nichts anderes. Dass deutlich wurde, die Sünde fordert was? Tod. Da muss jemand sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Und weil Gott so sehr die Menschen geliebt hat, Johannes 3, Vers 16, wer möchte es weiter sagen? Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, das Lamm, das geschlachtet ist, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, wer weiß, wie es weitergeht, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist, was im Alten Testament passierte durch das Lamm. Nichts anderes. Das war nicht irgendein alttestamentlicher, antiker Unfug. Das war das Proto-Evangelium. Das war die Anzahlung Gottes, um zu sagen, wartet, ich komme bald, ich werde auf diese Erde kommen, ich werde das Problem lösen. Aber bis dahin werdet ihr im Glauben ein unschuldiges Tier, das mich darstellt, mich symbolisiert. In Hebräer 9, Vers 14, das ist der Brief Paulus an die Hebräer-Christen. Das waren die Menschen, die aus dem hebräischen Glauben Christen wurden, nicht die Heiden-Christen. Da schreibt er diesen Brief mit folgendem Satz. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht, geopfert hat? Was? Euer Gewissen reinigen. Das Gewissen kann man nicht frei machen durch Techniken und durch Kurse an der Volkshochschule. Durch Yoga oder durch irgendwelche Entspannungstechniken. Und sagen, du brauchst dich nur entleeren und du musst dich nur mit der kosmischen Energie Qi verbinden und plötzlich wirst du deine Schuld und Lasten los. Das funktioniert nicht. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, wie man frei wird von Schuld, von Last und von Belastung, von Sünde. Das ist, unser Gewissen wird nur gereinigt von den toten Werken durch, wie heißt es hier, durch das Blut Christi. Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das ist ein wunderbarer Text. Und viele Hebräer wollten es nicht begreifen.
Es gab viele Hebräer, die, als sie Christen wurden, anfingen darüber nachzudenken, ob es doch lohnt, sicherheitshalber, doch noch einige Tiere zu opfern und zu schlachten. Könnte ja sein, dass es doppelt gemoppelt hält besser. Aber an jedem Werk, das durch Menschen hervorgebracht wird und an dem nicht das Blut Jesu hängt, macht uns weder gerecht, noch macht es uns frei. Es belastet uns noch mehr. Um von Schuld frei zu sein, müssen wir es zuerst zugeben. Halten wir das fest, das haben wir gesagt. Wir haben Techniken entwickelt, wie wir der Sache umgehen wollen. Eine dieser Technik heißt Ausreden. Wenn wir mit unserer Schuld konfrontiert werden, habe ich bemerkt, ich habe es auch in meinem Leben bemerkt, ich gebe das offen zu, dass ich dann und wann in meinem Leben bemerkt habe, plötzlich als ich darüber reflektiert habe, dass ich in Situationen, wo ich hätte sagen sollen, so ist es, du bist verantwortlich und du bist schuldig, dass es so ist, ich mir alles Mögliche einfallen lasse, damit, wer schuld war? Die Schlange. Wie war das am Anfang? Als Gott fragte, warum hast du das getan? Weißt du, du hast mir eine Frau gegeben. Und die Frau, die du mir gegeben hast, ist verantwortlich dafür. Denn wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre ich auch nicht gegangen. Gut, Gott hört sich das an und er merkt sich hier, was der Adam für eine Haltung hat. Und er geht zu Eva und sagt, Eva, warum hast du das gemacht? Weißt du, die Schlange, die du in den Garten gesetzt hast, ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, die ich heute am Anfang des Vortrags beantwortet habe. Spielt Gott im Garten Eden mit den Menschen? Hat er den Teufel mit Absicht auf die Erde geworfen, um ein Spiel mit uns zu machen? In der Eva, ihren Gedanken, war genau dieses Konzept. Du, nachdem sie gesündigt hatte, vorher nicht. Du hast die Schlange reingeworfen in den Garten. Du bist derjenige letztendlich. Das kann Sünde aus uns machen, dass irgendwann die Schuld bei wem landet? Bei Gott. Aber so werden wir nicht frei. Ausreden helfen nicht weiter. Ausreden machen nicht frei von Sünde. Vor einigen Jahren, und das ist fast so unglaublich, dass man es fast gar nicht erzählen kann, weil die Menschen es kaum glauben, gab es einen besonderen juristischen Fall in Amerika. Und zwar, hier sieht man das Buch. Ich weiß nicht, ob jemand mal von diesem Mann gehört hat. John Wayne, aber nicht dieser John Wayne aus den Western, sondern John Wayne Gacy gesprochen, der ein mehrfacher Mörder war, ein Killer. Er war höchst gefährlich. Eines Tages ist man ihm auf die Schliche gekommen. Man fand dann in seinem Garten vergraben über 24 Leichen. Und als er vor Gericht saß und man ihn Stellung beziehen ließ, also wo er selber sich was dazu verteidigen durfte und selber Stellung nehmen durfte, sagte er, ich habe es hier sogar im Zitat, er sagte, in meinem Herzen habe ich niemand umgebracht. In meinem Herzen habe ich niemanden umgebracht. Ich habe zwar 24 Leichen in meinem Garten verbuddelt, aber in meinem Herzen habe ich nicht wirklich getötet. Gott ist mein Zeuge, das sagte er. Gott ist mein Zeuge. Und wir denken, wie kann jemand so absolut absurd sein? Übrigens sind 27 Leichen gewesen. Wie kann jemand so völlig entfremdet sein von der Realität, dass er sagt, ich habe niemanden getötet, Gott ist mein Zeuge. Aber da, wo ich anfange zu leugnen, Ausreden zu machen, werde ich irgendwo ankommen, wo ich selbst über das, was ich sage. Leugnen hilft nicht weiter. Ausreden helfen nicht. Leugnen hilft auch nicht. Vielleicht hilft das, denken viele Menschen. Man muss sich nur lang genug selber peinigen, um mit der Schuld fertig zu werden. Vor einem Jahr, es war jetzt um die Osterzeit, ist ja nicht lange her, waren meine Familie und ich auf den Philippinen, ich habe schon mal erzählt, meiner Gemeinde hier in einer Predigt, als in den Philippinen ist jedes Jahr ein Kreuzigungsgeschehen. Nördlich von Manila, der Hauptstadt, zur Osterzeit,
pilgern viele, viele Menschen auf einen bestimmten Berg und sie schlagen sich. Sie schlagen sich auf dem Weg zu dem Berg hoch. Da schlagen sie sich mit solchen Peitschen, die unten vorne dran Rasierklingen haben. Und auf dem ganzen Weg hoch auf den Berg schlagen sie sich auf den Rücken. Und der Rücken sieht dann ungefähr so aus. Uns hatte man eingeladen damals zur Osterzeit. Wollt ihr nicht mitkommen? Wir waren Europäer, wir haben sowas noch nie gesehen. Wollt ihr nicht mitkommen zur Kreuzigung nach Manila? Und wir waren so entsetzt damals darüber, so entsetzt, dass wir gesagt haben, nee, danke, wir bleiben. Diese Leute, wenn sie dann oben am Berg angekommen sind, lassen sie sich kreuzigen, hier. Sie lassen sich buchstäblich kreuzigen. Warum? Für die Sünden ihrer Mutter, für die Schuld ihrer Familie, für ihre eigene Schuld, für den Weltfrieden. Manche sterben an Blutvergiftungen. Und alle wollen wieder gut machen. Aber Wiedergutmachung hilft nicht weiter. Ich kann Sünden nicht wiedergutmachen. Was sagt Römer 6, Paulus? Der Sündefolge ist was? Der Tod, aber nicht mein Tod, sondern der Tod Jesu. Es gibt nur einen, der uns Schuld nehmen kann. Und nur er, und er wartet darauf. Er ist nicht ein Gott, wie der Teufel uns einreden will, seit Jahrtausenden. Versucht Gott, das Bild in dieser Welt zu projizieren. Wenn du sündigst, wenn du etwas falsch machst, dann wehe dir. Gott ist ein brutaler, grausamer Gott und er wartet nur. Er hat seine Spione an jeder Ecke. Er weiß genau, was du tust. Und wenn du es tust, dann gnade dir Gott. Das ist das Bild, das wir seit Jahrtausenden über Gott haben. Und was machen wir? Wir schlucken die Pille, die der Teufel einblüstert durch Philosophien und durch Lügen. Und was machen wir? Wir rennen noch weiter weg von Gott. Statt endlich umzudrehen, an die Füße Jesu zu sitzen und zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Du sollst meine Schuld tragen. Du bist mein Zufluchtsort. Jesus Christus hat es getan, damit wir zu ihm kommen. Jesus hat keine Rachegedanken. Jesus hat nicht im entferntesten Sinn Rachegedanken darüber, wenn wir sündigen. Er hat das getan. Wie könnte er sonst sagen, mit Rachegedanken im Herzen, als er dort am Kreuz hing, nachdem er angespuckt wurde, nachdem er gestochen, geschlagen, gepeinigt, verspottet, gequält, nachdem er all das erlebte und dann am Kreuz hängt, kurz vor seinem Tod, wie könnte er denn sagen, wenn er Rachegedanke hätte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welches Bild haben wir heute von Jesus Christus? Welches Bild haben Sie von Jesus Christus? Jesus Christus hängt heute nicht zwischen zwei Kerzen auf einem Altar, an einem Kruzifix. Jesus hängt nicht an einem elfenbeingeschnitzten Kreuz an meinem Hals oder an einem goldenen 24 Karat vergoldeten Kreuz, das ich an meinem Hals trage. Jesus Christus hing zwischen Himmel und Erde an einem Kreuz, an dem Schweiß und Blut und Speichel dran war. Ist uns das bewusst? Jesus trägt man heute nicht an der Kette durch die Gegend. Jesus Christus hing dort, weil wir ihn dorthin gebracht haben durch unsere Schuld. Ist uns das bewusst? Und in dem Moment, wo er am Versterben ist, sagt der Herr, Vater, vergib ihnen. Hatte da jemand am Kreuz um Vergebung gebetet? Sagt die Bibel uns, dass da jemand schrie, Herr, vergib mir bitte. Seine Gesinnung ist, dass er noch bevor wir bitten, hat er was für Gedanken über uns? Jeremia 29, Vers 11. Was für Gedanken hat er über uns? Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Heils und des Friedens. Und er hat es bewiesen am Kreuz.
Keiner hat gerufen, Herr, bitte vergib mir. Und trotzdem hat er vom Kreuz hinuntergerufen zu seinem Vater, aber zu den Menschen. Vater, vergib ihnen. Das ist seine Gesinnung. Ist es nicht schön, das zu wissen? Das ist das Lamm. Und nur so werden wir frei von Schuld. 2. Korinther 5, Vers 21. Es ist unfassbar, dieser Satz, und ich begreife ihn bis heute nicht. Ich lese ihn immer wieder und ich begreife diesen Satz nicht. Denn er hat, der Vater, Gott, er hat den, Christus, das Lamm, der von keiner Sünde wusste. Jesus Christus hat nie gesündigt. Die Bibel sagt, er hatte sich nicht vergangen, weder in Wort noch in Gedanken. Er hatte den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu was gemacht? Zu Sünde. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus Christus starb wegen ihnen und wegen mir. Jesus starb nicht wegen den Verbrechern und Terroristen, wegen Saddam Hussein und all diesen bösen Menschen auf dieser Welt. Jesus starb wegen ihnen, weil sie selbst Schuld verursacht haben. Und nur mit dieser Erkenntnis können wir nämlich sagen, ich brauche jemand. Ich brauche jemand. Wer keine Schuld hat und empfindet, der braucht auch keinen Erlöser. Stimmt das? Wer braucht einen Erlöser? Der versteht, warum Jesus dort hing. Offenbarung 5, Vers 9 sagt, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Auch aus Deutschland, auch aus Waiblingen, auch aus der Familie. Ja, sie selbst sind erkauft worden, aber nicht mit einigen läppischen Euros. Nicht mal mit einem Bankkonto. Sie sind erkauft worden mit dem Blut Gottes, das er fließen ließ für sie. Und wir dürfen heute, wenn wir zum Kreuz schauen, nicht das Kreuz als irgendetwas betrachten, als ein Heilsbringer für sich selbst. Der Heilbringer war, war der am Kreuz hing, aber nicht mehr hängt. Jesus Christus hängt nicht mehr am Kreuz. Jesus Christus ist auferstanden. Und Epheser 2, Vers 8 deutet darauf hin. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Was können wir gut machen? Vielleicht werden Sie nicht Rasierklinge nehmen an eine Peitsche und das wieder gut machen. Aber wir sind so krank durch die Sünde, dass wir alle in der Gefahr stehen, durch Wiedergutmachungen versuchen, unsere Schuld wegzubringen. Wir versuchen manchmal 3, 4, 5 Gebete zu sprechen, damit die Schuld ist. Kann ein Gebet eine Schuld wegbringen? Geht das? Nein. Nein. Nur Jesus kann Schuld vergeben. Wir sind sehr kreativ, wenn wir uns Dinge einfallen lassen, was wir alles tun könnten, damit unsere Schuld nicht mehr so schuldig ist. Wir haben uns viele Dinge einfallen lassen in den letzten Jahrtausenden, zwei Jahrtausenden. Hier heißt es, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken. Was können Sie tun zur Vergebung? Nur darum bitten. Nur bekennen. Nichts anderes. Damit sich ja niemand rühme. Egal wie viel Vater unser wir beten, ein Vater unser wird keine einzige Sünde wegnehmen, wenn wir nicht Christus am Kreuz für uns sein Blut in Anspruch nehmen und sagen, Herr, ich danke dir. In 1. Petrus schreibt uns der Apostel Petrus, denn ihr wisst, wissen wir es? Wissen Sie es heute Abend oder ist das das erste Mal, dass wir es lesen? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu, er, das Lamm. Aber Jesus starb nicht nur, Jesus ist auferstanden. Schauen wir uns ganz schnell an, 5 einfache Schritte. 5 einfache Schritte, um das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten. Also hat Gott die Welt geliebt. Heute Abend können Sie diese 5 Schritte gehen. Das ist kein, wie sagt man in Deutsch, Neudeutsch, das ist kein Witz, kein Joke. Das ist nicht irgendetwas Mystisches. 5 Schritte, um das ewige Leben zu erhalten. Schritt Nummer 1. Akzeptieren Sie heute Abend die Tatsache,
dass Gott sie lieb hat. Schauen wir mal Jeremia 30, Vers 3 an. Wer schnell ist, darf es aufschlagen. Wer schneller als ich ist, der darf es auch lesen. Jeremia 31, Vers 3. Hat es jemand? Wunderbar. Können Sie das akzeptieren? Ich habe dich je und je, das heißt auf Deutsch, ich habe dich schon immer geliebt. Bevor du geboren warst, bevor sie geboren waren, hat Jesus sie geliebt, denn er kannte sie schon. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Der erste Schritt, akzeptieren Sie die Tatsache, dass Gott sie lieb hat. Punkt. Hier haben wir es ja sogar. Ich habe dich je und je geliebt. Der zweite Schritt. Erkennen Sie ganz einfach, dass Sie verloren sind. Machen Sie keine psychologischen Tricks, dass Sie vielleicht gar nicht schlecht sind, wie manche glauben, dass Sie eigentlich ein guter Kerl sind. Andere haben bestimmt nicht recht, wenn Sie mich manchmal kritisieren. Erkennen Sie heute Abend, dass Sie verloren sind. Ich bin verloren. Und nichts tun können, um sich selbst zu retten. Römer 3, Vers 23 bis 24. Denn wie viel haben gesündigt? Alle. Wie viel, darf ich die Hand sehen, hier drin gesündigt haben? Na, da gibt es welche, die glauben nicht, dass sie gesündigt haben. Das ist mein Ernst, ich mache kein Spiel. Hier steht, alle haben gesündigt. Hier drin, hier, sind alle was? Verloren. Ohne Christus sind wir verloren. Und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Punkt. Dritter Schritt. Glauben Sie, dass Jesus Sie retten kann und retten will? Auch hier helfen keine Tricks oder vielleicht sogar Belastungen. Ich bin zu schlecht. Vielleicht haben Sie das ganze Leben von Ihren Eltern nur gehört, nie kannst du was Richtiges machen. Immer schicke ich dich und du machst immer das Falsche. Wenn Sie das 20 Jahre gehört haben, dann haben Sie das hier drin. Aber Jesus sagt, ich will dich retten und ich kann dich retten. Keiner von uns hier ist zu schlecht, böse, zu weit weg von Gott. Ja, im Gegenteil.